Die Kakerlake rennt wieder und diesmal ist es nicht irgendeine Kakerlake, nein, es ist Kakerlakula. Gemeinschaftlich möchten die Spieler den Vampir unter den Kakerlaken loswerden und auf den Mond schießen, doch das ist gar nicht so einfach. Die Spieler starten im sogenannten Kinderzimmer des Schlosses, das ist der Startfeld hier in der Mitte. Wer dran ist, würfelt und zieht seine Figur dann maximal so viele Felder weit, wie der Würfel anzeigt, dabei dürfen Mauern nie überschritten werden. Der Würfel wird dann immer reihum weitergereicht und die Spieler ziehen ihre Figuren kreuz und quer durch die Burg. Ziel ist es, sämtliche Kerzen, die wir vor Spielbeginn in den einzelnen Räumen ausgelegt haben, zum Leuchten zu bringen, das heißt, sie anzuzünden. Eine Kerze wird angezündet, wenn ein Spieler mit seiner Figur auf einen farblich passenden Chip zieht, dann nämlich wird der Chip auf die Rückseite gedreht und die Kerze leuchtet. Das alles wäre ja noch ziemlich simpel, gäbe es nicht Kakalakula, denn der wird mit dem Spielbeginn auf sein Startfeld gestellt und flitzt ab dann kreuz und quer durchs Schloss, während wir würfeln und weiterziehen. Dabei sollten wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wir entzünden weiter fleißig unsere Kerzen und das so schnell wie möglich. Allerdings gibt es da noch ein kleines Hindernis. Zum einen wird die Kakerlake ab und an mal so eine Kerze in einen Nachbarraum tragen. Zum anderen könnte sie uns auch erschrecken und das passiert dann, wenn sie eine Spielfigur berührt. Diese Figur muss dann zurück ins Kinderzimmer und ein Knoblauchchip muss abgegeben werden. Knoblauchchips können wir uns zurückerobern, wenn die Kakerlake aufs Katapult rennt. Der Spieler an der Reihe lässt die Vampir-Kakerlake fliegen. Verfehlt er sein Ziel, passiert nichts. Trifft er dagegen den Burggraben, so darf er zumindest einen Knoblauchchip wieder zurück ins Kinderzimmer legen. Kakerlakula startet dann wieder von seinem Startfeld. Das Spiel geht weiter. Doch schafft es ein Spieler, die Kakerlake vom Katapult aus auf den Mond zu schießen, also hier durch dieses große Loch, dann erhalten die Spieler alle Knoblauchchips wieder zurück in ihren Vorrat. Die Knoblauchchips sind wichtig, denn wir erinnern uns, jedes Mal, wenn wir von der Kakerlake getroffen werden, müssen wir einen Chip abgeben. Sollten uns dann irgendwann die Knoblauchchips ausgehen und wir werden erneut von Kakerlakula erschreckt, so verlieren wir das Spiel gemeinsam. Dagegen gewinnen wir es, wenn wir es schaffen, alle Kerzen anzuzünden, bevor uns der Knoblauch ausgegangen ist. Dann nämlich haben wir Kakerlakula erfolgreich besiegt. Möchten wir lieber gegeneinander spielen, so ist das auch möglich. Dazu drehen wir die Rückwand des Schlosses auf die andere Seite und sperren das Katapult. Wenn jetzt ein Spieler auf einen Chip seiner Farbe zieht, so nimmt er den Chip an sich. Jeder Spieler sammelt also seine eigenen Chips. Wird er jedoch von der Kakerlake getroffen, so muss er einen Chip auf die Wand stellen. Wurden alle Chips vom Spielplan eingesammelt, wird dann noch einmal das Katapult aktiviert. In Phase 2 haben sämtliche Spieler, die während des Spiels Chips verloren haben und sie auf die Leiste gestellt haben, für jeden ihrer Chips 3 Versuche, um die Kakerlake auf den Mond zu schießen. Gelingt das, dürfen sie den Chip wieder zu sich nehmen. So werden sämtliche Chips der Reihe nach weggespielt, bis dann noch hier zum Schluss dieses Feld übrig bleibt. Hier darf jeder Spieler nochmal einen Zusatzchip ergattern. Und wer nun insgesamt die meisten Chips gesammelt hat, ist bei dieser Variante der Sieger.